Anne, 8:11 heute. Wie bist du zufrieden mit dem Lauf? Ja, mit der Zeit so an sich auch schon zufrieden, nur ein paar Hundertstel über der Bestleistung. Aber der Lauf war einfach nicht so schön, nicht so rund. Deshalb bin ich trotzdem ein bisschen unzufrieden, gerade wenn es so knapp bis zum Finale nur war. Ja. Ja, es hat nicht viel gefehlt, du sagst es schon. Woran hat es gehapert, an den Hürden oder zwischen den Hürden? Die erste Hürde war schon nicht ganz so sauber. Da bin ich ein bisschen zu nah aufgelaufen und es war sehr schwierig, den Rhythmus dann wieder zu finden. Und ich glaube, das war gerade so der größte Punkt, der da nicht so gut lief. Die WM-Norm hast du schon abgehakt. Ist sie bei dir im Plan, die WM? Also bis jetzt haben wir damit geplant und mir ist nichts anderes bekannt, ja. Wie läuft denn deine Trainingsgruppe? Gregor ist gerade eben auch schnell unterwegs gewesen. Ja. Wie läuft's da? Wie läuft das Training? Ja, es läuft gut, es macht Spaß. Ist für mich natürlich auch erstmal was ganz Neues, aber es fetzt, würde ich sagen, und es motiviert, mit den Jungs zusammen zu trainieren und da ist immer gute Stimmung. Wie sehen die nächsten Wochen aus, sowohl trainings- als auch wettkampftechnisch? Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was gerade noch so ansteht an Wettkämpfen und lass mich da einfach überraschen. Auf jeden Fall die deutschen Meisterschaften und was dazwischen noch so für mich stattfindet, das weiß ich noch gar nicht.